Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac After Biz Plus. Heute machen wir eine Custom Challenge. Und zwar mit dem Blue Baby. Nein, diesmal nicht. Eigentlich schon, denn diese Challenge kommt von Luca Enderle. Ich weiß noch nicht, wie ich sie nennen werde, aber sie kommt von Luca Enderle. Und in dieser Challenge geht es darum, dass wir bis zu Mom kommen. Wir sehen schon ein bisschen komisch aus, ihr seht das schon. Und wir haben zum einen, also was Luca Enderle erstmal in der Challenge geschrieben hat: Hey Gigi, hab eine Frage, machst du noch so selbstgemachte Challenges? Ja, mache ich. Und da hat er eine Idee, nämlich den Godhead, den habe ich auch reingepackt, Ipecac, Tiny Planet und Zeumilk. Und er wollte auch noch, dass ich Pyromaniac mitnehme, damit ich keinen Schaden durch Bomben bekomme. Und dass ich das Blue Baby nehme, weil, keine Ahnung, weil ich mich sonst die ganze Zeit wahrscheinlich heilen würde mit dem Pyromaniac, und das wollte er nicht. So, ich habe jetzt aber Pyromaniac nicht reingenommen, die anderen Sachen schon. Und dazu habe ich noch Continuum reingenommen, das ist dieses lilane etwas hier an der Seite. Oh Gott, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht selber treffe. Hilfe! Wow, okay, das war knapp. Egal. Das habe ich reingenommen, dass die Tränen halt durch die Wände quasi durchgehen. Wenn ich hier oben hinschieße, dass sie dann hier unten trotzdem wieder rauskommen. Dazu habe ich dann noch My Reflection, weil das auch witzig ist. Dann kommen die Tränen nämlich auch irgendwie wieder zurück. Dann werden sie so ganz merkwürdig. Das ist witzig. Dann nochmal am Seals, damit die Reichweite von den Tränen ein bisschen höher ist. Set Onion, damit wir ein bisschen schneller schießen können, weil ich gemerkt habe beim Test, dass Zeumilk nicht immer funktioniert, wie sie funktionieren soll. Die funktioniert irgendwie immer nur so ein bisschen sporadisch. Warum auch immer. Und damit es aber nicht allzu schwer wird, habe ich jetzt noch Maggie genommen, damit ich mich auch mal heilen kann, falls ich mich selber treffe, was wahrscheinlich vorkommen wird. Weil sie, ja genau, und sie hat halt rote Herzen, man kann sich selber heilen. Und den Holy Mantle habe ich mir auch noch gegeben, damit ich mich halt einmal pro Raum treffen lassen darf, ohne Schaden zu bekommen. Und dazu noch als Trinket den, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, aber Auerrobuswurm oder sowas. Dadurch fliegen die Tränen nämlich nochmal richtig, richtig interessant. Und ja, wie gesagt, Ziel ist bei Mom. Und meine Hilfe, meine Intention von dieser Challenge ist jetzt einfach, die Gegner so schnell zu töten, dass ich einfach schnell wieder aus dem Raum raus kann, bevor die Tränen überhaupt den Boden berühren, weil dann bekomme ich keinen Schaden. Dann würde ich auf jeden Fall keinen Schaden bekommen. Sonst muss ich halt darauf achten, dass ich auf keinen Fall getroffen werde von der Scheiße. Ansonsten darf ich halt einmal getroffen werden pro Raum, wie gesagt. Goldene Räume gibt es nicht. Shops gibt es anscheinend schon, wie ich hier gerade sehe. Und ich habe noch eine Pille. Eine Speeder-Pille. Ach stimmt, die haben wir ja mit Maggie von Anfang an. Gut, die gehörte jetzt eigentlich nicht zur Challenge, aber egal. Passt schon. Genau, das ist mein Plan. Ich werde die Datei... Oh Gott. Ja, das wird jetzt scheiße. Bei Bossen wird das richtig schlecht. Ich werde die da... Oh Gott. Ich muss immer in Bewegung bleiben, sonst tue ich mir richtig weh. Okay, wir gehen erstmal kurz schnell raus, damit die ganzen Tränen weg sind. Okay, danke für das HP ab. So, nochmal. Ich werde die Datei für die Challenge... Ich mache das dann mit diesem Custom Challenge Launcher von Isaac. Hat das irgendjemand halt... Oh nein, wie kriege ich denn hier jetzt irgendwas kaputt? Danke. Irgendjemand hat diesen Custom Challenger halt gemacht. Okay, interessant. Und da gibt es eine Datei und die werde ich einmal in die Beschreibung packen, dass ihr die downloaden könnt. Und dann könnt ihr die quasi mit dem Challenge Launcher selbst da importieren und dann könnt ihr die Challenge selber spielen. Ist das nicht geil? Das ist Service, oder? Das ist richtig Service. Okay, aber bisher 5 Leben. Wir leben auf jeden Fall noch recht gut. Ich glaube, meine Taktik mit diesen alle Gegner töten und dann schnell wieder aus dem Raum rausgehen ist ganz okay. Aber ich glaube, mit Blue Baby hätte ich das auf jeden Fall nicht geschafft. Obwohl, könnte man eigentlich auch probieren. Ist natürlich sehr viel schwerer. Könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Okay, warte. Ich setze beide explosiven Dinger lieber nicht ein. Ich setze lieber eine Bombe ein. Mit dem Holy Mantle ist das halt wirklich machbar. Sonst glaube ich eher weniger ohne Pyromaniac, aber so ist das, glaube ich, okay. Also vielleicht habe ich mir die Challenge jetzt ein bisschen zu einfach gemacht. Werden wir sehen später bei den Bossen. Beziehungsweise bei diesen ganzen Gegnern. Oh nein. Okay, treff mal irgendwas. Bei Gegnern, die länger durchhalten. Zum Beispiel auch bei den Gegnern, die ihren Kopf hochhegen müssen. Das wird richtig schlimm. Gegen die zu kämpfen, das wird kacke. Oh Gott. Schnell raus hier. Oh nö. Okay, das läuft bisher eigentlich ganz gut. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das so relativ einfach ist. Okay, ich habe es jetzt auch nicht allzu schwer gemacht tatsächlich mit dem Holy Mantle und so. Der Holy Mantle war vielleicht doch ein bisschen zu viel. Muss ich gerade so eingestehen. Ich kann euch übrigens nochmal zeigen, wie die Challenge im Pur-Design aussieht von Luca Enderle, die er mir da gegeben hatte. Weil da fand ich die recht langweilig, deswegen habe ich da ein paar Items zugepackt. Okay, bisher. Hilfe, Hilfe. Läuft das eigentlich ganz gut? Hey, man wird tatsächlich gar nicht mehr so häufig getroffen von seinen Dingern. Hätte ich gar nicht gedacht.
Aber durch die Soulmic müssten wir halt eigentlich Millionen von Tränen schießen und das machen wir einfach nicht. Deswegen, das ist alles voll merkwürdig. Können wir auf jeden Fall mitnehmen, das gibt auch schwarze Herzen. Das ist doch schön hier. Guck mal, wir haben sogar volle Leben. Fuck. Und es geht nur bis zu Mom. Dann wird diese Folge sehr, sehr kurz, habe ich das Gefühl. Verdammt. Okay, aber egal. An dieser Stelle auch nochmal, falls ihr noch weitere Custom-Challenges habt. Ich habe noch ein paar im Petto. So ungefähr, keine Ahnung, 15 Stück oder sowas. Aber wenn ihr trotzdem noch Ideen habt, dann gerne in die Kommentare schreiben. Guck mal, wird gar nicht getroffen. Man kann einfach stehen bleiben und wird sowieso nicht getroffen. Tja, das ist ja blöd hier. Aber dann gerne in die Kommentare schreiben. Ich gucke dann immer mal rein. Und wenn mir davon eine gefällt, okay, das war jetzt sehr dumm, was ich hier gemacht habe, dann nehme ich davon auch gerne eine an. Und dann kann ich die mal spielen. Okay, was ist hier wirklich zu einfach? Mit dem Holy Mantle ist das, man tötet die Gegner halt viel zu schnell. Dadurch, dass ich auch den Godhead habe, verlieren die natürlich noch extra viele Leben. Naja, aber wie gesagt, später kann es noch schlimmer werden. Da es aber jetzt nur bis zu Mom geht, wahrscheinlich trotzdem nicht. Also wenn ihr diese Challenge spielt, dann macht das mal ohne den Holy Mantle. Ich glaube, das ist angenehmer. So, lass mich raus hier. Hilfe! Okay. Und sie ist sehr laut. Also vielleicht nicht die Kopfhörer auf höchste Stelle stellen. Okay, hier könnte das jetzt nochmal interessant werden. In so größeren Räumen halt, wo man sich länger aufhalten muss. Guck mal, ein Speed und Range Up. Da ist das nicht geil. Aber irgendwie läuft das wirklich viel zu gut. What the fuck? What the fuck, Leute? What the fuck? Eine komische Challenge. Oh nein. Okay, der. Okay, hier können wir uns auf jeden Fall sehr gut verletzen, wenn wir die ganze Zeit schießen. Hilfe, ich muss ausweichen. Oh nee, bitte töte mich nicht. Hey, komm mal, ich verliere gar keine Leben. Die Dinger treffen einen verdammt selten nur. Und die Soulmic funktioniert halt überhaupt gar nicht. Das ist alles komisch. Wollen wir nehmen hier? Nee, ne? Nein, nehmen wir nicht. Dann wird das ja alles komisch werden. Aber ich verstehe trotzdem nicht, warum die Soulmic nicht funktioniert. Als ich jetzt hier die Set Onion und sowas nicht mit reingenommen hatte, als ich das im Pur-Status von Luca Enderlehr da gemacht habe, da... Aua. War das so, dass die Soulmilk vielleicht alle, keine Ahnung, 30 Sekunden mal für 2 Sekunden funktioniert hat. Da hat man auch richtig gesehen, wie der ganz viele Dinger geschossen hat, aber dann hat auch mein PC sowas von gelaggt, das war krass. Also vielleicht kann mein PC das einfach nicht, so viele explosive Godhead-Dinger umherschießen. Vielleicht macht das deswegen nicht. Okay, aber der Holy Mantle war wirklich zu viel. Schade eigentlich. Habe ich mir die Challenge so einfach gemacht mit dem Holy Mantle. Ich dachte echt, man wird einfach viel, viel häufiger getroffen durch diese Kacke. Aber ist halt einfach gar nicht. Man wird, ja gut, ein, zwei Mal pro Raum getroffen. Aber dann war es das auch schon. Ha, komisch, egal. Und ich habe jetzt übrigens eine coole Methode gefunden, wie ich mit meiner LOL-Sucht trotzdem noch trainiere. Sport machen tun. Und zwar werde ich einfach jedes Mal, wenn ich sterbe, in LOL, 5 Übungen machen von einer Sportübung. Ist das nicht geil? Gestern bin ich zum Beispiel 8 Mal gestorben in einem Spiel. Und dann habe ich einfach 40 Liegestützen gemacht. Und das nach jedem Spiel. Und jetzt habe ich heute Muskelkater. Das ist voll geil. Geil. Also wenn ihr trainieren wollt und zu viel LOL spielt und besser in dem Spiel werden wollt, dann macht das auch so. Jedes Mal, wenn ihr sterbt, eine Übung 5 Mal machen. Ihr könnt ja auch Klappmesser oder was weiß ich, was ihr machen wollt, machen. Oder 500 Meter laufen pro Tod. Dann trainiert ihr und werdet gleichzeitig besser in dem Spiel. Da wird das nicht geil ist. Hilfe! Oh nein, lass mich hier raus. Oh Gott. Aua. Gut. Wir haben ja den Holy Mantle. Das kann sowieso nichts passieren. Was haben wir hier Schönes? Gar nichts. Wir können aber ja mal reholen. Reholen. Okay, trotzdem nichts Gutes. Holen wir uns das Herz. Was soll der Geiz? Ein Herzchen für den Dizzy. Herzchen für Dizzy. Hashtag Herzchen für Dizzy. Aber ich finde das gerade blöd, dass ich so wenig getroffen werde. Dann hatten wir noch Glück, dass wir relativ viele blaue und schwarze Herzen bekommen haben. Ja, ich hätte vielleicht noch mit dem Blue Baby spielen sollen. Tut mir leid, Luca. Tut mir leid. Oh Gott. Guck mal, wir verlieren nicht mal unseren Holy Mantle. Man wird viel zu häufig selbst getroffen. Was ist denn das? Ich verstehe das wirklich nicht, was hier gerade los ist. Guck mal, eine Shovel. Könnten wir sogar noch ein bisschen cheaten hier. Okay, komm, wir machen uns jetzt... Wir nehmen alles mit. Einfach, dass wir keine roten Herzen mehr haben.
damit die Challenge wenigstens ein bisschen schwerer wird, ja? Damit wir uns nicht heilen können. Damit wir unsere roten Herzen nicht heilen können. Auch wenn die Challenge gleich schon vorbei ist. Ich glaube, das wird viel zu kurz. Scheiße. Und mir hat immer noch keiner geschrieben, was diese Krone bedeutet. Was diese Krone bei den Gegnern bedeutet. Oh Gott. Ja, so sollte das eigentlich sein. Dass man sich viel zu häufig selber trifft. Hätten wir Soulmilk, dann wäre das auch alles gar kein Problem, dass wir uns häufig treffen. Nicht, dass ich mich töten wollen würde, aber trotzdem. Dann wäre das auf jeden Fall ein bisschen anstrengender hier. Okay, aber so. Das sieht auch schon so geil aus. Hört ihr mich überhaupt noch? Hallo? Was sind das denn für Gegner? Wow, die sehen ja richtig böse aus. Aber ich glaube, die sehen nur böse aus, weil ich einen Mod drin habe. Gott, was ist das denn für, schon wieder für ein Raum hier? What the fuck? Okay, ich werde doch sterben. Und wir müssen hier ganz schnell raus. Wir müssen hier ganz, ganz schnell raus. Oh fuck. Okay, wir werden vielleicht doch sterben. War vielleicht doch keine gute Idee, dass ich meine ganzen Herzen weggegeben habe. What the fuck? Wieso ist das jetzt plötzlich wieder so schwer? Das ist doch... ist doch komisch. Also, Plan ist trotzdem erst alles töten, dann ganz schnell hier raus, keine Leben verlieren. Okay, auf euch habe ich mal so gar keinen Bock tatsächlich. Treffen die Dinger da drin irgendwie? Ja, tatsächlich. Hilfe! Vor allem in diesen großen Räumen ist die Chance, dass er getroffen wird, einfach viel, viel höher. Guck mal, da ist ein blaues Herz. Ja, danke. Was haben wir hier noch? Magician. Ja, das kann uns auch helfen. Oh mein Gott, was ist hier los? Leute, was ist hier los? Was ist das für eine Challenge? Okay, warte. Jetzt haben wir wenigstens wenig Leben. Heißt, wir verlieren vielleicht trotzdem noch. Aber das wichtigste Item ist tatsächlich das Trinket bei dieser Challenge, finde ich. Oh Gott, ich werde sowas von getroffen werden. Schnell hier raus. Einfach hoffen, dass irgendwann die Tür aufgeht. Und dann schnell rausgeht. Hilfe! Gott. Was soll man da machen? I can see forever. Forever and ever. Okay. So, wo ist denn der Boss? Kann er da oben sein? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wird er hier irgendwo unten rechts sein. Oh, guck mal, da haben wir schon mal einen Geheimraum. Ein kleiner Greedy Meedy. Wir werden garantiert ein Leben in diesem Raum verlieren. Die Sache ist halt, wenn wir uns selber nicht so wirklich treffen, dann treffen wir auch die Gegner nicht wirklich. Aber der Boss kann trotzdem noch hier oben sein, deswegen gehe ich lieber erstmal hier oben hin. Hilfe! Schnell hier raus! Das ist echt komisch. Oh Gott, denn die Gegner werden so komisch weggeschleudert. Oh Gott, okay, wir brauchen doch den Holy Mantle. Holy Mantle ist doch wichtig. Hilfe, wir hatten nur sehr viel Glück am Anfang, dass wir, oh Gott, so viel Zeug hatten. Okay, Loki, stirb. Stirb, bevor ich sterbe. Hilfe! Und jetzt haben wir auch noch so einen kleinen Mini-Raum hier. Ich will hier schnell raus. Das ist ja bescheuert und wir haben keine Leben mehr. Hier, nimm all mein Geld. Nimm einfach alles. Alles. Kannst alles haben. Du kannst hier auch Sachen haben. Oh mein Gott. Okay, danke für den Schlüssel. Hast du noch irgendwas Cooleres? Irgendwie ein blaues Herz oder so? Eine Bohne. Cool, dankeschön. Wollen wir nochmal in den Shop reingucken? Nee, ne? Also eigentlich schon, aber irgendwie auch nicht. Wieso ist das hier nicht in der Mitte? Mann, Loch, du hast ja gar keine Ahnung, wo du hin musst. Okay, wir sind aber schon in der letzten Ebene. Dann war das vielleicht doch gut, dass ich Mom eingestellt habe. Die Folge ist natürlich dann trotzdem sehr kurz, aber weiter wäre ich sowieso nicht gekommen. So, alles schnell töten hier. Hilfe, schnell raus hier. Alles klar, das ist eine gute Taktik. Das ist eine sehr gute Taktik. Oh, nein, Laser, über Laser und alles explodiert. Ich lass mich raus hier. Hilfe, nein, ich habe da was hingepackt. Oh Gott, das wird mich treffen. Nein, das wird mich nicht treffen. Okay, eine 2. Was macht eine 2? Eine 2 war, warte, ich habe es mir aufgeschrieben. Riro holt alle Pickups im Raum. Heißt, wir müssen hier erstmal das Ding aufmachen. Oh, das war dumm. Und dann rerollen wir. Ja. Toll, hat uns gar nichts gebracht und wir werden einfach mit dem nächsten Hit wahrscheinlich sterben. Wenn wir nicht noch irgendwie einen Shop finden. Also ein Shop wäre jetzt irgendwie schon ganz cool. Bitte mal schnell sterben. Nein, 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 nein. Oh, ich bin tot. Cool. Okay, man braucht den Holy Mantle anscheinend doch. Okay, wäre wahrscheinlich doch besser gewesen, wenn ich die Devil Deals nicht mitgenommen hätte, dass ich meine roten Herzen halt tatsächlich doch ein bisschen zumindest heilen könnte. Dann war das vielleicht doch keine schlechte Idee, wie ich es am Anfang gemacht hatte. Aber gut, das war's dann mit dieser Challenge. Ich fand sie trotzdem ganz witzig, auch wenn diese Folge jetzt mega kurz ist. Wie gesagt, die Challenge ist einmal in der Videobeschreibung, falls ihr sie selber spielen wollt. Ihr braucht dann noch diesen Isaac Custom Challenge Launcher. Da könnt ihr dann auch selber eure Challenges mal ausprobieren, ob die überhaupt witzig sind oder nicht. Werde ich wahrscheinlich den Link auch mal in die Videobeschreibung packen. Und wie gesagt, gerne neue Challenges in die Kommentare.
Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.